Der Börsenaltmeister André Castellani ebenfalls seine Gedanken hatte, wie er damit umzugehen hat, aber mit Gleichgesinnten sich austauschen wollte, um Sicherheit zu gewinnen. Und da rief er bei meinem väterlichen Freund Heiko Thieme in New York an, der später dann auch in den 90er Jahren dreimal bester Fondsmanager Amerikas war. Er war auch einmal schlechtester Fondsmanager Amerikas, also das war recht volatil. Aber wer ihn kennt, der weiß, ein äußerst gebildeter, sympathischer Herr. Castellani rief bei Heiko Thieme an und sagte, Heiko, können wir mal reden, können wir uns treffen? Da sagte er, Costo, wie sollen wir uns treffen? Ich bin in New York, ich fliege heute mit der Concorde nach Paris und von dort weiter nach Frankfurt. Da habe ich maximal eine Stunde Aufenthalt. Wie sollen wir das machen? Ja, wie lange bist du in Paris? Da sagte Heiko, ja, vielleicht eine Stunde Aufenthalt. Okay, ich komme raus, ich bin in Paris, ich komme raus zum Flughafen, ich muss dich unbedingt treffen. Castellani fuhr raus zum Flughafen, Thieme landete, die tranken einen Kaffee zusammen und Castellani sagt, so, wie siehst denn du jetzt den Markt? Wie gehen wir damit um? Und sagt Heiko Thieme, ja, das war's. Ist vorbei. Crash ist erledigt, ab jetzt bilden wir einen Boden, dann geht's wieder aufwärts. Das sehe ich genauso, sagt Castellani. Dann sagt er, ja, und dafür bist du jetzt hier zum Flughafen gekommen? Na, ich habe auch eine Bitte. Könntest du mal meine Frau anrufen und ihr das Gleiche nochmal sagen, was du mir gerade gesagt hast? Und da sagte Heiko Thieme zum Castellani, ja, aber Costo, du bist doch der Börsenguru, du kannst doch deiner Frau das selber erklären. Und da sagt Castellani, ja, mir glaubt sie nicht mehr. Ja. Also so viel zum Thema Börsenexperten im eigenen Familienrahmen. Da muss man sich natürlich auch immer wieder die Glaubwürdigkeit neu erarbeiten und das Vertrauen. Das so als kleine Überbrückungsgeschichte. Und jetzt widmen wir uns wieder den Referenten des Tages. Und die erste Frage habe ich ja schon gestellt. Also wie ging denn das aus bei euch im Pool? Und wenn ihr dort so zusammensitzt, welche Investmentidee war dabei bisher die beste, die dort geboren wurde? Vielleicht habt ihr ein Bierchen dazu getrunken oder einen Gin zu späterer Stunde. Was hat das aus euch herausgeholt? Also ich glaube, das ist gerade ein bisschen überbewertet. Eigentlich gehen wir nur in den Pool, um Videos zu machen und quatschen dann meistens beim Grillen. Und eine gute Investmentidee, ich glaube, die hat Christian mir aber komplett unbewusst gegeben. Und zwar hat nur gesagt, dass er, ich glaube, im Aufsichtsrat von Wang Fine Art sitzt. Und dachte ich mir so, okay, wenn Christian da sitzt, dann kann es gar nicht so schlecht sein. Dann habe ich halt danach ein bisschen was investiert. Aber das war jetzt kein geheimer Börsentipp von ihm oder so. Aber ist trotzdem bisher ganz gut gelaufen. Das hört man gern. Und wir wissen ja, also du bist ein... Du liebst das Leben, Christian, um gleich mal bei euch zu bleiben. Du weißt auch zu genießen, vielleicht auch mal ein Bier. Und jetzt ist die Frage, trinkst du lieber Bier oder würdest du eher, wenn du die Wahl hättest, in Brauereien investieren? Naja, also in Brauereien kann man ja kaum noch investieren. Ja? Also es gab ja mal eine Zeit an der Börse, wo es viele Brauereiaktien gab. Früher gab es auch Brau und Brunnen, so eine Brauholding, denn diese Privatbrauereien. Der eine oder andere wird sich vielleicht auch noch an das Brauhaus zu Amberg erinnern, was dann ein Börsenmantel war. Und da wurde dann die Net-IPO mal draus. War auch so eine Wahnsinnsstory aus dem neuen Markt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich trinke lieber ein Bier, weil wenn du jetzt heute in Bier investierst, ist ja eigentlich so der Klassiker AB InBev. Und das ist jetzt so vom Beuteschema her überhaupt nicht das, was ich mag. Das ist ja eine Firma, die auch im Wesentlichen beherrscht wird von 3G Capital, also Jorge Lehmann, der ja berühmt geworden ist für das Zero-Based Budgeting, also eine Firma wirklich auszupressen, Kosten senken, Kosten senken, Kosten senken, da wird schon noch irgendwas gehen. Und dann sieht man halt, wozu das führt, ja auch bei Kraft Heinz. Und deswegen, also ich kenne jetzt keine wirklich richtig gute reine Bieraktie. Da gibt es im Privatbereich sicher eine ganze Menge, aber ich würde es dann doch lieber trinken. Trinken wir es lieber. Na? Gut, also danke für diese Antwort. Jan, falls du dieses Poolnudel-Video von den beiden nicht kennen solltest, ich denke, das ist bei YouTube zu finden, ja, die tragen dabei Sonnenbrillen, ja, wie sich das gehört. Ja, man muss ja auch sein Augenlicht entsprechend schützen. Aber du als Pokerspieler, hast du vielleicht auch in diesen Anfängen, wir haben ja heute schon über Mimik und Gestik beim Poker gesprochen,
Hast du vielleicht auch am Anfang mal von so einer Sonnenbrille beim Pokerspiel Gebrauch gemacht? Am Anfang tatsächlich nicht. Ich habe angefangen, Poker zu spielen, das war so 1996. Da gab es den ganzen Pokerboom noch gar nicht. Das ist erst später dazugekommen. Und dann gab es mal so eine Phase, wo sehr viele Pokerspieler tatsächlich mit Sonnenbrille und Kapuzenpulli und so am Tisch gesessen haben. Die Profis, die fanden das irgendwann ein bisschen albern. Die haben dann auch, das war mehr so ein Statement, dass man gesagt hat, ich spiele ohne Sonnenbrille. Du kannst mir ruhig in die Augen gucken, du kannst mir auch den Puls fühlen, das ist mir total egal, du wirst einfach nichts finden. Ja? Und Sonnenbrille war so ein bisschen, man versteckt sich da. Zwischendrin gab es eine Phase von, ich glaube, ungefähr einem Jahr oder so, wo ich tatsächlich eine Sonnenbrille benutzt habe, weil ich selber das Gefühl hatte, mich können die anderen Leute lesen. Und das war nicht so. Ja, also es hat sich auch im Spielerischen nicht gezeigt, dass die genau wussten, was ich denke. Aber es hat sich so angefühlt. Und dann kann man sich vorstellen, das ist kein besonders angenehmes Gefühl, wenn man da sitzt und denkt, die anderen können einem in die Seele gucken. Auch wenn es nicht so ist, da hat die Sonnenbrille dann kurzzeitig mal geholfen. Ja. Inzwischen nicht mehr, also schon seit längerer Zeit nicht mehr. Jetzt spielen ja beim Pokerspiel auch die Emotionen eine Rolle und vor allen Dingen, wie man sie kontrollieren kann. Wir sitzen hier mit Börsianern zusammen, mit Tradern, mit Investoren. Und auch dort gibt es natürlich eine Menge Emotionen. Hast du einen Tipp, vor allen Dingen, wenn man diese Parallele zieht zwischen Pokerspiel und dem Geschehen an der Börse, auch wenn überraschende Dinge passieren, wenn schwarze Schwäne auftauchen etc., wie man da cool bleiben kann, wie man tatsächlich rational entscheiden kann, wie man dort besonnen bleibt, um dann tatsächlich nicht in Panik zu verfallen und dann in der Panik die falschen Entscheidungen trifft, sondern tatsächlich dann im Nachhinein die Entscheidung sich als richtig erweisen. Glaubst du, das alleinige Heilmittel gibt es dann nicht? Also was hilft, ist eine Erfahrung. Das heißt, wenn man es einfach schon häufig gemacht hat, dann, ich will jetzt nicht sagen, da stumpft man ab, aber man gewöhnt sich dran, dass es da emotionale Schwingungen gibt. Ich habe mir das auch immer intellektuell erarbeitet. Also sprich, wenn man in der Strategie vorher schon weiß, beim Pokerspiel jetzt, an einer bestimmten Stelle muss ich einen Bluff spielen. Ja, weil das Spiel theoretisch da reinpasst. Warum, das will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber mal angenommen, man weiß, an der Stelle sollte ich einen Bluff spielen, dann ist man am Tisch selber auf eine gewisse Art und Weise nur noch das ausführende Organ. Ja, die Strategie hat vorher schon festgestanden. Ich weiß, dass das an der Stelle sinnvoll ist. Das nimmt eine ganze Menge der emotionalen Last von einem und dann führt man es halt aus. Und man weiß auch, man wird halt ab und zu auch erwischt beim Bluffen. Ja, das gehört dazu, das ist auch ein Teil des Bluffs. Der Wert kommt dann später wieder, dass man dann auch ausbezahlt bekommt, wenn man dann mal eine gute Hand hat. Insofern gehört das mit dazu und man führt das dann aus und kann das in dem Moment emotional einigermaßen gut verarbeiten. Was mir an der Feier am Tisch immer geholfen hat, sind wirklich Atemtechniken. Ja, dass man einfach kurz bevor man da jetzt in die Aktion tritt, einmal kurz durchatmet und einmal tief einatmet, einmal ausatmet. Das beruhigt mich persönlich immer sehr. Und einmal die Mitte finden und dann kann man das ausfüllen. Wird eigentlich auch beim Blöffen geblufft? Also das heißt, suggeriert man, dass man gerade blufft, um den Gegner in die Irre zu führen und das entpuppt sich dann eigentlich als Bluff im Bluff? Ja, ja, das gibt es schon, dass man quasi das nächste Level noch oben drauf schaltet. Also, bei Casino Royale war das so, ne? Ja. Der hat sich da, aber das war ein Film. Ich weiß nicht, ob das die Realität abbildet. Nein, also ich sag mal auf eine filmische Art und Weise schon. Also das, was da transportiert wird, die Geschichten, da steckt schon eine ganze Menge Wahrheit drin. Die Einzelheiten jetzt nicht. Also bei Casino Royale war das zum Beispiel so, als der Gegenspieler Le Chiffre geblufft hat, hat er immer Blut geweint. Das ist ziemlich offensichtlich. Ganz so leicht ist es in der echten Welt dann doch nicht, aber die Grundidee dahinter ist schon da. Beim Bluffen geht es ja auch viel darum, dass man erkennt, wann andere Leute bluffen oder lügen, ne? Also in Verhandlungen oder auch am Pokertisch. Und eine der Standardsituationen, die man da versucht ausfindig zu machen, ist mal zu fragen oder sich selber zu fragen, kann der andere diese Situation schauspielen? Ja, ist der in so eine Situation gekommen und hat er das vorhersehen können und kann jetzt da schauspielerisch tätig werden? Und wenn der schauspielert, ja, wenn ich herausgefunden habe, dass er schauspielert, dann ist es sehr häufig das Gegenteil von dem, was er mir weismachen möchte. Also sprich, er tut stark, wenn er in Wirklichkeit schwach ist. Ja, das kann eine Geste sein, das kann sein, dass man die Chips vielleicht ein bisschen schwungvoller in den Pott wirft oder dass der andere einen böse anguckt, also irgendein Zeichen von Dominanz, die er versucht zu setzen. Dann ist er meistens schwach und wenn er schwach tut, ist er meistens stark, weil sonst würde er ja nicht schauspielen. Und selten hat man dann jemanden, der das quasi
aufdoppelt und dann auch stark tut, wenn er denn stark ist, weil er gemerkt hat, dass man selber darauf achtet. Das ist aber schon wieder so kompliziert. Meistens kommt man auch ganz durcheinander. Ja, man sucht sich auch nicht die schwierigsten Gegner aus, sondern eher die leichten. Also vielen Dank, hochinteressante Einblicke. Mario, die meisten kennen dich als Black Bull Award Gewinner, als Trader des Jahres. Wir haben aber vorhin auch gehört, dass du Pokerspieler warst oder auch bist. Inwiefern hat dich denn die jahrelange Erfahrung beim Trading oder diese jahrelange Erfahrung des Tradings auch hinsichtlich des Pokerspiels Vorteile gebracht bzw. dein Pokerspiel verbessert? Also ich glaube, einer der größten Vorteile ist tatsächlich, wenn man aus dem Trading kommt, dass man das Risk-Money-Management beherrscht. Dass es tatsächlich nicht um das einzelne Spiel geht, gerade wenn man online spielt. Ich habe viele hunderttausend Hände im Monat gespielt und dann geht es eben nicht um das einzelne Spiel, nicht um den einzelnen Tag, sondern das, was am Ende des Monats, am Ende des Quartals rauskommt. Und wenn man das beim Trading genauso macht, dann ist man da deutlich entspannter. Wir hatten das heute Morgen von dir gehört bei dem Vortrag. Man braucht eigentlich nur Trefferquoten von 40%, wenn das Verhältnis so ist, was du heute hattest. Man kann also fast jede Hand beim Pokern spielen, nicht jede, aber fast jede. Und man hat einen positiven Erwartungswert. Und das ist beim Trading auch so. Am Anfang versteht man das nicht. Und wenn man dann im Minus ist, dann baut sich der Druck sehr schnell auf. Und die Leute wollen dann mit aller Kraft dann nur noch die sicheren Trades machen. Und das ist halt schwierig. Da macht man entweder zu wenig oder viel zu viele. Also ich glaube, dass gute Pokerspieler auch oft sehr gute Investoren und Trader sind und umgekehrt. Wir schauen mal auf den Roland. Du als Steuerberater, ja, musst ja bestimmt auch mit verschiedenen Klischees leben. Ja? Man sagt den Steuerberatern eine gewisse Nüchternheit voraus, vielleicht auch hier und da eine Emotionslosigkeit. Also dass Emotionen zu kurz kommen. Ist das wirklich so oder bist du da speziell ganz anders? Boah, schwierige Frage. nee, grundsätzlich ist es schon ja klar, wir müssen in unserem Bereich, sage ich mir immer, uns auf die Zahlen am Ende konzentrieren. Ist ja beim Trading und bei der Analyse von Unternehmen ja nicht anders. Und ich sage mal so, man stumpft schon vielleicht einen gewissen Punkt irgendwo ab, vor allem je nachdem, welchen Fachbereich man am Ende auch abbildet. Ich meine, es gibt ja auch diejenigen, die sehr viel, sage ich mal, auch gerade mit Erbschaftsthemen zu tun hat. Dann muss man sich natürlich irgendwann emotional von, sage ich mal, dem, was natürlich dann da vielleicht passiert, auch ein bisschen abschotten, weil es natürlich auch teilweise nicht so schöne Erlebnisse sind. Aber grundsätzlich, sage ich mal so, emotionslos würde ich sagen nicht, aber eine gewisse, wie soll man sagen, professionelle Distanz ist wahrscheinlich da eher das richtige Wort dafür. Aber nüchtern ist er nie. Wie schön, dass der Mitbewohner direkt daneben dran sitzt. Ne? Wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Genau das wollen wir hören. Ja, aber bleiben wir gleich mal beim Kolja. Ich meine, als erfolgreicher YouTuber hast du ganz viele Themen beleuchtet. Aber wenn man dann mal sich ganz genau mit den Statistiken befasst, stellt man fest... Ich kann nichts. Wir lassen das mal so im Raum verheilen, es glaubt dir ohnehin keiner, ja. Aber ein Erfolgsrezept hast du natürlich und du warst wahnsinnig fleißig und bist fleißig, hast viele Themen beleuchtet. Aber jetzt kommen wir mal zu den Statistiken. Da stellt man nämlich fest, dass ein Video mit dem Titel Bauchfett schmilzt mit einem geheimen Trick. Bauchfett schmilzt mit einem geheimen Tipp. Dieses Video hat 2 Millionen Klicks. Also scheint es so zu sein, dass die Leute die Bauchmuskulatur mehr interessiert als die Altersvorsorge. Macht ihr das zu denken? Ah, das ist eigentlich normal, weil der Drang halt irgendwie eine Diät zu machen oder irgendwie schnell abzunehmen und seinen Körper irgendwie optisch aufzuwerten, der ist immer höher angesiedelt als jetzt der Wunsch, langfristig etwas zu tun. Also gerade wenn ich jetzt Aktien kaufe oder Vermögensaufbau betreiben möchte, dann ist es ja immer etwas, was am Anfang auch ein bisschen mühsam ist, weil ich soll jetzt irgendwie mir Gedanken machen, soll was sparen, soll irgendwie sehr viel aufbringen für etwas, was dann irgendwann mal in der Rente oder so mir was bringt. Das ist eine sehr lange Zeit. Und wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, einen geheimen Tipp zu bekommen, das Video ist wirklich grauenhaft, also guckt euch das bitte nie an. 3 Millionen Klicks nach dem Wochenende. Ja, dann ist natürlich der Wunsch sehr ausgeprägt, dass, eine schnelle Lösung zu finden für das Problem. Das war das Bauchtipp. Ja, ich gehöre zur Zielgruppe. Wunderbar. Ja.
Man muss dazu sagen, das Video trendet aktuell auch wieder. Wirklich, ja? Ja, das wird zurzeit wieder überall angezeigt. Ja, spätestens ab diesem Moment nochmal. Was war denn der Tipp? Es gab auch mal ein Video, wo ich gezeigt habe, wie man ein Ei ganz schnell pellt. Das ist schon besser, das wurde sogar im Fernsehen gezeigt. Mit einem Esslöffel einfach. Ja. Also einfach einen Esslöffel rein und dann einmal rumschieben und schon ist das Ei gepellt. Also das ist ein besseres Video. Das kam bei Eckart Hirschhausen dann. Ich glaube, das Eiervideo wird auch aufholen jetzt, spätestens nach der Bemerkung. Martin, kommen wir mal zu dir. Als erfolgreicher Futures-Händler, du hast eine ähnliche Metamorphose erlebt, allerdings ohne YouTube-Kanal. Zuerst Sportler, dann Trader. Findet man als junger Mensch eigentlich über den Sport zur Selbstdisziplin und entwickelt sich dann so weit, dass dann die Fragen nach Altersvorsorge und finanzieller Unabhängigkeit automatisch aufkommen? Oder ist dieser Sprung vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt? Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Also mit Sport, das kann ich vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren. Ich komme ursprünglich aus dem Kampfsport. Ich habe 14 Jahre lang Vollkontakt Kung Fu trainiert. Und mein Lebensplan war eigentlich immer, eine Kampfsportschule zu übernehmen. Deswegen war ich auch in China 2 Jahre, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, dass ich 2 Jahre in China gelebt habe. Da war ich eigentlich zum Trainieren. Und mir ist eine Krankheit dazwischen gekommen. Das heißt, ich habe einen Tumor gehabt in der Wirbelsäule, der musste rausoperiert werden. Und von da an war es eben mit Vollkontakttraining vorbei. Ich war aber damals sehr gut und ich glaube, das, was sich so ein bisschen in den Trading-Bereich hat übertragen lassen, ist so ein gewisser sportlicher Ehrgeiz auf der einen Seite. Dann dadurch, dass es ein asiatischer Sport war, ein chinesischer Sport, auch recht viel Disziplin, die ist uns damals ganz gut eingetrichtert worden. Das hilft auch unheimlich, ich sag mal, gerade beim diskretionären Trading, beim kurzfristigen Trading hilft das. Und ich sag mal, naja, klingt ein bisschen doof, aber man ist so ein bisschen schmerzerfahren. Ja, man kann so mit Schmerzen ein bisschen besser umgehen. Mit Niederlagen, mit Rückschlägen. Ja, Niederlagen und Rückschlägen. Und das ist natürlich, das gehört beim Trading mit dazu. Ja, und ich sage mal, am Anfang war das natürlich so, wenn man immer wieder einen draufgekriegt hat beim Trading und hat immer wieder Geld verloren. Ja, man muss das auch lernen, einfach wieder aufzustehen, weiterzumachen, das irgendwo auch ein Stück weit abzuschütteln. Und ich denke, da hat mir das schon geholfen. Also so in die Richtung Altersvorsorge eigentlich eher weniger, weil ich eher gesehen habe, wie schnell das auch vorbei sein kann, dass man vielleicht gar keine Altersvorsorge mehr braucht. Ja. Aber ich sag mal, der Punkt, so eine Krankheit, das erdet einen irgendwo. Ja, und dieser ganze Faktor Geld, der verliert auch so ein Stück weit an Bedeutung, weil man merkt, wenn das wirklich wichtig ist, dann kann man sich das, was man braucht, nicht unbedingt kaufen. Und das gibt einem dann auch irgendwo ein Stück weit Ruhe und Sicherheit in dem, was man macht und auch so ein bisschen Vertrauen in der Richtung, dass man sagt, naja, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass das ganze Geld weg ist. Und im Prinzip leben wir in einem Staat, der hervorragend ist als Trader. Ja, hier bleibt niemand auf der Straße sitzen. Man kriegt immer irgendwo ein Stück weit Unterstützung, wenn man die braucht. Und das gibt viel Sicherheit. Und das ist, glaube ich, das, was mich da am ehesten weitergebracht hat. Nämlich diese Gier zu verlieren, schnell reich zu werden, schnell viel zu verdienen, sondern einfach eher in den Fokus zu stellen, ein entspanntes Leben zu führen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und immer das zu machen, was man gerade machen möchte. Und wenn ich nicht hier sein will, dann muss ich nicht hier sein, dann kann ich mich ins Flugzeug setzen, irgendwo hinfliegen, wo ich gerade Spaß dran habe und kann von da arbeiten. Und das ist so etwas, das ist für mich einfach unbezahlbar. Und das hat mich wirklich weitergebracht. So, das fand ich gut. Der höchste Grad der Freiheit, ne? So hört sich an. Ja, absolut, absolut. Wäre fast sogar ein schönes Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht, denn wir haben ja vorhin gehört, der Mario hat seinen Anlagebereich Trading um das Investieren ergänzt. Frage an alle hier in der Runde. Ja? Vielleicht jetzt sogar weniger an dich, aber du kannst trotzdem natürlich mitmischen. Wir hatten das vorhin schon mal. Seht ihr eher Trading im Fokus, das langfristige Investieren oder beides in Kombination? Jeder bitte mit einer kurzen Antwort, auch der Pokerspieler. Also für mich auf jeden Fall die Kombination. Das war kurz. Da schließe ich mich der Rede meines Vorredners an. Ich glaube, dass es
dass beides ja auch sehr viel Spaß machen kann. Also das Kurzfristige, weil da wahrscheinlich mehr Action drin ist. Also ich weiß noch, hat die Zeit, wenn man Online-Poker gespielt hat, dann war das unter anderem deswegen auch so interessant, weil man die ganze Zeit Entscheidungen treffen durfte. Ja, das hat man ja sonst nicht unbedingt in jeder Berufsgruppe. Und die langfristigen Werte aber auch wirklich sich entwickeln zu sehen und wachsen zu sehen und das vielleicht zu unterstützen, ist ja auch sehr befriedigend. Also ich würde definitiv auch die Kombination nehmen. Keine überraschende Antwort. Ich sage auch beides. Und zwar aus dem einfachen Grund, man sieht es ja dieses Jahr, der Aktienmarkt ist 20% runtergegangen. Natürlich viele Investments im Buchverlust. Aber wenn man das eben mit kurzfristigem Trading kombiniert, egal jetzt in welcher Höhe, dann kann das natürlich auch das Ganze entsprechend abfedern. In Bullenjahren freut man sich auf beiden Seiten. In Bärenjahren hat man dann ein weinendes und ein lachendes Auge. Und man kann vor allem den Cashflow aus dem kurzfristigen Trading dann wieder nutzen, um das ganz langfristige Bild weiter auszubauen. Ja, das war ein guter Punkt mit dem Cashflow, den man aus dem kurzfristigen rauszieht und ins langfristige umschichtet. Das ist bei mir am Ende nicht anders. Ja, ich habe nie wirklich der Arbeitswelt beigewohnt. Ich habe keine Rentenkasse, ich habe gar nichts. Ich muss irgendwann in der Lage sein, eben meinen Lebensabend selber finanziert zu haben. Und dafür ist natürlich bei mir insbesondere der Langfristbereich. Da laufen die Langfristinvestments. Und das, was man so, ja, ich sag mal, fürs Tagesgeschäft braucht, ne, um seine Rechnungen zu bezahlen und Co., das holt man sich aus dem Trading-Ansatz. Und das, was am Ende übrig bleibt, was die Frau einem dann noch lässt, das kann man dann als Cashflow dann auch gerne transportieren in den langfristigen Bereich. Und wenn man das macht, hat das den Vorteil, dass man in so Situationen wie jetzt, wo einige Aktien ja wirklich extrem im Ausverkaufsangebot sind, dass man dann Cash hat, um da eben was zu kaufen. Ja, und das katapultiert die langfristige Performance nachher nach vorne, wenn man eben die Möglichkeit hat, in so Phasen wie jetzt immer mal wieder noch Kapital dazu zu schießen. Also Antwort ja, auch beides am Ende. Ich habe es ja schon gesagt, ja, dass ich für Trading viel zu faul bin. Da muss ich ja ständig auf die Märkte gucken. Und also ich finde das interessant, wenn Leute sagen, also das ist ja kurzfristig und es macht Spaß. Also wenn ich mir so einen kurzfristigen Belohnungseffekt holen will, gehe ich in den Wald oder spiele mit meinem Sohn oder weiß ich nicht, koch mir was Nettes. Also ich hab da schlichtweg keinen Zugang. Ich finde es extrem spannend, mich damit zu beschäftigen, was Märkte irgendwo zusammenhält, wie die Psychologie an Märkten ist. Aber das ist dann eher so, ja, das Beobachtungsinteresse des Market Maniacs. Ansonsten bin ich sehr, sehr glücklich mit meiner langfristigen strategischen Vermögensallokation. Aber wie eben schon mal gesagt, habe ich taktische Elemente drin und die auch systematisiert, insbesondere auch mit Blick auf die Entscheidungsfindung. Also ich finde es ja toll zu hören, also gerade auch beim Pokern, dass Leute Lust haben, Entscheidungen zu treffen. Also ich bin ja froh um jede Entscheidung, die ich nicht treffen muss. Wir beiden noch. Ich sehe das ein bisschen anders. Also die Analogie zum Pokern finde ich dahingehend spannend, weil beim Pokern weiß man ja, die Bank gewinnt immer, also das Casino gewinnt immer. Und das Geld, ob ich jetzt nun Cash-Game spiele oder im Turnier, was ich dort verdiene, verliert ja jemand anders. Deswegen ist sozusagen dieser Bereich Trading und Investing bei mir schon so ein bisschen mehr getrennt, dass ich eher das Investieren als schon eine ganz andere Sportart sehe, als jetzt zu traden und deswegen auch nicht diesen Übergang so fließend sehe, also nur ich persönlich. Ich habe das. Okay. Ja. also mir ist es wirklich ausschließlich der langfristige Ansatz. Also ich trade eigentlich fast überhaupt nicht. Liegt daran, weil ich auch keine Lust habe, mich täglich mit dem Thema so direkt jetzt zu befassen, einfach zu schauen, wo gehen die Märkte hin oder irgendwas, sondern eher das Ganze langfristig auch betrachte. Und ich aus der Erfahrung heraus halt auch von vielen Mandanten, wo ich die Steuererklärung machen durfte, gesehen habe, dass es halt auch schön ist, gerade wo wir heute hatten, der psychologische Effekt, wenn dann wirklich monatlich oder quartalsweise die Dividenden schön reinrollen, ist für mich persönlich schöner und ich liebe auch die Zeit dann jetzt mit meiner Tochter, mit meinem Schäferhund oder mit meiner Ehefrau verbringen, anstatt ja die Märkte. War das die Reihenfolge der Wichtigkeit? Nein, war es nicht. Nee, aber in dem Zusammenhang, wie gesagt, für mich ist auch reiner langfristiger Ansatz mit Dividendenstrategie. Dankeschön für die interessante Runde, für die Einblicke, die persönlichen Schilderungen. Wir haben mit Mario begonnen und wollen diese Frage auch mit ihm abschließen. Bricht doch vielleicht an dieser Stelle gerade für die Trader im Saal meine Lanze fürs Trading. Was kann Trading, was Investment nicht bietet? Also der große Vorteil, den Trading gebracht hat für mich, ist, dass ich in relativ kurzer Zeit ein sehr großes Vermögen aufbauen konnte. Ich sag mal, ich liebe Investmentansätze, aber erst seit ich relativ
Vermögen bin. Als ich wenig Geld hatte, war mir das vom Kopf her zu langsam. Und ich habe ja damals 1996 angefangen mit 5.000 Mark und habe es dann geschafft, natürlich aufgrund des neuen Marktes auch, innerhalb von 5 Jahren die erste Million zu machen. Das wäre mit Investment überhaupt nicht möglich gewesen. Und das ist auch heute immer noch so, dass es Phasen gibt, wo man jetzt zum Beispiel mit Kryptos, ich handle keine, aber das ist im Prinzip ähnlich gewesen wie beim neuen Markt. Es ist explosiv nach oben gegangen, viele junge Menschen sind draufgegangen, sind Millionär damit geworden. Und ich finde, der kurzfristige Ansatz, wenn man den Bock drauf hat, also das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, das habt ihr ja vorhin auch gesagt, ihr habt andere Prioritäten. Für mich wäre es furchtbar. Ich hatte im letzten Jahr einen Bandscheibenvorfall. Ich fand das gar nicht, konnte 4 Wochen lang Netflix gucken und diesen ganzen Krams. Aber dann war ich auch echt genervt. Ja, also als die Schmerzen wieder weg waren, dann war es der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, hoffentlich darf ich wieder ins Büro, ich kann mich mit Nachrichten beschäftigen, wenn Elon Musk mal wieder irgendwelchen Hubs da rauspumpt und sagt, ja, ich will Twitter haben oder was auch immer und ich weiß, ich gehe da rein, ich mache 10% in 2 Tagen, dann finde ich das einfach geil. Also ich, für mich ist das richtig cool, deswegen, ich liebe Trading, aber ich kann verstehen, wenn Menschen das nicht mögen, weil du musst halt bereit sein, viele schnelle Entscheidungen zu treffen und du musst auch mit Verlusten leben können. Wenn du aber da durchkommst und sagst, ja, ich bin bereit, an mir zu arbeiten, das ist das Geilste, was es gibt, weil du kannst es von überall auf der Welt machen. Das ist das, was Martin vorhin sagte. Ich reise echt viel, das wisst ihr. Auch morgen früh geht es gleich wieder weiter nach Mallorca, weil du kannst traden, aber auch investieren natürlich von überall beim Investment halt. Am liebsten mit ein bisschen mehr Geld, damit man auch sieht, da kommt was bei rum. Und die Schmerzen eines Bandscheibenvorfalls muss man auch kein zweites oder drittes Mal erleben, ne? Das ist auch gruselig. Ja, das ist auch gruselig. Ich habe es tatsächlich zum zweiten Mal und mein Orthopäde hat mir gesagt, arbeite einfach viel, viel weniger und das setzen wir gerade um. Das ist also bei mir wirklich so, bei mir kommt jetzt tatsächlich die 1,5 Tage Woche. Wenn wir doch schon alle so weit wären wie du. Ja? Kommen wir mal zu einer steuerlichen Thematik. Wir haben es gerade von den beiden schon gehört. Der Kolja hat auch schon entsprechende Aussagen getätigt. Aber wir wollen es noch mal von der ganzen Runde hören. Wenn ihr die Wahl hättet, viele Steuern zu zahlen und dann zu schauen, wie man eben vermeiden kann, diese wirklich dann komplett abzugeben oder eben sich bemüht, dann viel davon erstattet zu bekommen. Das wäre die eine Variante und die andere, erst gar keine Steuern entstehen zu lassen. Wenn ihr da die Wahl hättet, für welche Richtung würdet ihr euch entscheiden, ist vielleicht auch nur eine rhetorische Frage. Mal bin ich ein Riesenfreund davon, wenn du viel Steuern zahlen darfst, weil wenn ich das nicht wollte, würde ich nicht hier leben in Deutschland. Da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Und ich finde, wir leben in einem geilen Land. Wir haben hier Demokratie so einigermaßen gut. Das ist in vielen Ländern anders und ich freue mich, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Gesundheitswesen ist hier super. Und im zweiten Schritt, natürlich können wir schauen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, wie können wir Steuern optimal tatsächlich, wie das Wort schon sagt, also sehen, dass wir nicht mehr zahlen müssen als nötig. Aber ich denke, wenn wir erstmal schauen, dass wir Geld verdienen, dann können wir uns darüber Gedanken machen, zu optimieren. Deswegen fand ich auch den Vortrag von euch sehr gut zu sagen, naja, überleg dir wirklich, was du machen willst. Ich bin auch eine GmbH, mehrere Holdings. Und das ist schon super, weil man zahlt wirklich deutlich weniger an Steuern. Aber am Ende des Tages, ich habe zum Beispiel kein Einkommen, was ich bekomme als Geschäftsführer, was jetzt steueroptimiert ist. Das finde ich wirklich Blödsinn, weil ich habe das mal eine Zeit lang gemacht und ich finde es halt nicht so cool, wenn deine Mitarbeiter mehr verdienen als du selber. Das fühlt sich irgendwie nicht geil an. Und da habe ich immer gesagt, das ist doch vollkommen Blödsinn. Also ich will immerhin das verdienen, was ich da habe, 50% mehr als der Nächste, der in der Reihe ist. Geben wir es einfach mal weiter, die Frage. Wie seht ihr die Steuerthematik? Ja, Steuern ist ein ganz spannendes Thema für einen professionellen Pokerspieler. Und zwar nicht, weil ich habe auch immer in Deutschland gelebt und habe hier brav meine Steuern gezahlt. Das war vom Finanzamt aus immer schwierig, weil die nicht verstehen, was wir da machen. Ja, das heißt, ja, das verstehe ich ja auch nicht. Also, ja, wir haben noch nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und so viele von uns gibt es jetzt auch nicht, dass man da jetzt irgendwie einen Sonderstab für abstempeln sollte. Aber das war immer sehr, sehr kompliziert. Ich hatte zum Glück dann zum einen einen guten Steuerberater und zum anderen auch ein verständnisvolles Finanzamt, wo wir das dann vernünftig geregelt haben. Und dann bin ich direkt bei dir und sage, ich lebe so gerne in Deutschland und bin auch bereit dafür, Steuern zu bezahlen und am liebsten möglichst viel. Also aber wie belegt? Nicht viel im Prozess. Gibt es Belege nach so einem Pokerspiel? Ja, das ist alles total kompliziert, aber das ist machbar. Das ist alles ganz sauber, wird dort abgerechnet und alles dokumentiert. Das geht ganz gut, dass man da die Belege sammelt, wie halt auch die Taxiquittungen und die Hotelrechnungen und sowas und dann auch vorweisen kann. Ja. Werden alle Finanzbeamten hier im Saal jetzt beruhigt sein? Ne? Ja, aber da hätte ich dann noch die eine oder andere Anmerkung, was die Details angeht. Die haben zum Beispiel mal versucht, Pokerspieler auf Umsatz zu besteuern. Ne, dass man dann 50% vom,
vom Umsatz abgeben muss. Und das rechnet sich irgendwann, also ziemlich schnell, nicht mehr so gut. Ja, aus Sicht des Finanzamts ist es erstmal eine gute Idee. Ne? Aber gut, also interessanter Einblick. Wie sieht es mit dir aus? Ja, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich, wie er auch sagt, erstmal, oder Kolja hat es, glaube ich, vorhin auch gesagt, ich finde es besser, viel zu verdienen, als wenig zu verdienen und das Steuerthema dann quasi als die Luxussituation zu betrachten. Man muss sich da, also habe ich auch immer in den letzten Jahren immer stärker gemerkt, gerade auch mit dem Thema GmbH versus oder Kapitalgesellschaften allgemein versus Einzelunternehmer. Wenn man sich da mit diesen Strukturen erstmal eine Weile beschäftigt hat und das auch lebt und dann vielleicht auch noch ein bisschen komplexere Familiensituationen, gerade bei mir mit zwei Kindern, da ergeben sich nochmal andere Möglichkeiten, dann merkt man erstmal, wie geil das ist. Also wenn man da wirklich die Sache steuern kann und da auch ein bisschen hin und her spielen kann, und da kommt es ja nicht auf den letzten Cent an. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich mich jetzt, der hauptberuflich eben als Börsenhändler arbeitet, sich jetzt mehr damit beschäftigt, wie mache ich die Steuer. Dafür habe ich meinen Steuerberater, in dem Fall den Frank. Und es muss dieser Spagat sein. Also man muss sich schon bewusst mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, es gibt auch schon, also ich kenne dort auch den einen oder anderen Pappenheimer, der sich einfach quasi 80% seiner Zeit damit beschäftigt, wie holt er jetzt den letzten Kugelschreiber aus der GmbH raus, versus dass er eigentlich guckt, dass er einfach mal versucht, im nächsten Quartal vielleicht mal das Doppelte zu verdienen. Ja, ich bin da einfach mal ganz ehrlich. Ich bin kein großer Freund vom deutschen Steuersystem. Ich bin ein ganz klarer Vertreter für Einkommensteuer weg, sämtliche Steuern weg und dafür 50% Mehrwertsteuer auf alles. Dann kann am Ende jeder selber bestimmen, wofür er sein Geld ausgibt und was ihn das kostet. Ich bin spätestens seitdem kein Freund mehr vom Steuersystem, seit uns eben über die neuen Regelungen, dass, ich nenne es mal, sinnvolle Trading einfach nicht mehr ermöglicht wird als Privatanleger. Und das finde ich unmöglich. Das ist eine brutale Fehlentscheidung. Das ist eine Situation, die alles ist, aber nicht fair. Meiner Meinung nach versucht man, den Deutschen in das klassische Rentensystem zu drücken. Also ich bin da sehr kontra eingestellt. Und ich finde es auch schlimm, dass man sich überhaupt als Trader oder auch als irgendein anderer Unternehmer unheimlich viele Gedanken darüber machen muss, wie man denn sein Steuersystem optimieren kann, um irgendwie im Rahmen der Gesetze so wenig zu zahlen wie möglich. Und das machen fast alle. Den Großen fällt es viel leichter als den Kleinen. Ja, und das ist eine Situation, die ich alles andere als positiv finde. Ich weiß, dass wir in einem tollen Land leben. Ich finde es auch alles ganz super. Ich bin auch für das Sozialsystem. Aber die Art und Weise, wie es in Deutschland läuft, ist mir nicht so konform. Und von daher gibt es da von mir nicht so viele positive Worte für das Steuersystem. Danke. Auch ein interessanter Aspekt. Ja, ich bewege mich ja viel in der liberalen Bubble. Und da gibt es ja immer diese Memes, Steuern sind Raub. Und das ist für mich immer so ein zweigeteiltes Schwert. Bei solchen Themen, wie du die gerade angesprochen hast, muss ich sagen, da ist das Raub. Ich kann auch nicht verstehen, dass man auf der einen Seite in Sonntagsreden so tut, Menschen sollen privat vorsorgen und dann besteuert man ihnen, auf Deutsch gesagt, das, was sie da ansparen, unterm Arsch weg, weil man es irgendwie nicht schafft, ordentliche Freibeträge, die auch einen Vermögensaufbau wirklich begünstigen, hinzukriegen. Da muss ich auch einfach sagen, verstehe ich auch die FDP nicht, die immer noch rausgeht mit dem Thema, wir brauchen eine Spekulationsfrist nach einem Jahr. Das führt dazu, dass Anlageentscheidungen dann wieder zur Unterdisziplin der Steuerberatung werden. Das kann es auch nicht sein, sondern wir brauchen meiner Ansicht nach klare, großzügige Freibeträge von, also meine Hausnummer, 10.000 Euro im Jahr, die vortragbar sind, weil gerade junge Menschen am Anfang eben nicht 10.000 Euro Kapitaleinkünfte haben, aber das über das Berufsleben akkumulieren und irgendwann haben wir eine steuerfreie Altersvorsorge dann daraus. Wir brauchen eine Inflationsanpassung der Freibeträge. Wir brauchen sicherlich sowas wie ein 401k in den USA. Wer das mit Trading machen will, soll es mit Trading machen. Wer es mit ETFs machen soll, mit ETFs. Es ist doch völlig egal. Wichtig ist, dass Bürger Vermögen bilden können, dass man sie dazu ermutigt, dass man sie vor Betrug schützt. Da ist so die Aufsicht ganz, ganz wichtig. Womit ist es zweitrangig. Nur ansonsten muss ich jetzt, also das ist der Teil, wo ich sage, also da sind Steuern für mich wirklich Raub. Ansonsten, ich persönlich sehe mich ja nun wirklich als vom Schicksal geküsst, dass ich in der Lage war,
obwohl ich also allenfalls ein mittelmäßiger Unternehmer bin, Vermögen zu erwerben, von diesem Vermögen zu leben. Und da zahle ich natürlich sehr, sehr gerne Steuern und hoffe immer, dass sie insoweit kein Raub sind, dass sie eben nicht veruntreut werden, sondern dass sie gut eingesetzt werden, vor allen Dingen für nachfolgende Generationen. Bei mir hängt es immer so von dem Zeitpunkt ab, ob ich gerade Steuern gezahlt habe oder nicht. Im Juli muss ich immer den größten Steuerbatz zahlen und danach habe ich erstmal eine Woche schlechte Laune und da sollte man mir diese Frage nicht stellen. Und ich finde auch, dass ich sehe das auch eigentlich eher liberaler und finde, dass das mit den Steuergeldern nicht gut umgegangen wird insgesamt. Weil es wird auch immer so, da sehr häufig ist es auch so ein moralisches Problem, finde ich, weil sobald man irgendwie anfängt, sowas wie so einen Vortrag mal jetzt in einem normalen öffentlichen Raum zu sagen, dann gilt man irgendwie als Steuerhinterzieher sofort oder irgendwie Steueroptimierer und so. Aber ich kehre das immer um und sage, eigentlich muss der Staat begründen, warum er mir Geld abzwackt für etwas. Ja? Und nicht ich muss mich sozusagen dafür rechtfertigen, dass ich wenig abgeben will. Und von daher, das muss ein Spagat sein, wie auch gerade eben schon gesagt wurde. Und wenn ich aber merke, es wird zu unfair und es gibt ja nicht nur Steuern, es gibt ja noch Pauschalen, Abgaben und all die ganzen anderen Wörter, die man einführt, die nicht wie Steuern klingen, aber die trotzdem Steuern sind. Und dann gibt es noch, wer Horst Lüning guckt, die nicht tarifären Handelshemmnisse und alle möglichen anderen Sachen, die alles immer schwerer machen. Und da finde ich schon, muss man sich als rationaler Kapitalist auch um seine Steuern so kümmern, dass man nicht zu viel zahlt. Bei Roland würde ich die Frage jetzt mal etwas konkretisieren gleich, um es auf den Punkt zu bringen. Dr. Polleit sagt Ähnliches, was Christian gerade andeutete. Steuern sind Diebstahl, als Zitat. Wärst du in einer Welt ohne Steuern glücklich? Puh, schwierige Frage. Grundsätzlich ja. Nee, also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Steuerberater, die auch sagen, also von mir aus können wir 50% oder mehr der Steuergesetze ganz einfach streichen, weil sie einfach völlig unnötig sind. Also ich vertrete eher auch die Meinung wie Christian natürlich an der Seite, dass ich sage, wir brauchen eigentlich eher richtige Freibeträge in Deutschland, die sich auch wirklich, sag ich mal, dann auch für jeden die Option bieten, Altersvorsorge selbst aufzubauen. Ich meine, Kolja hat es auch gerade gesagt, wir haben im Grunde Sozialabgaben, wir haben Steuern, wir haben andere Abgaben, das geht ja GEZ, IHK, Handwerkskammer, alles Mögliche, die im Grunde an anderen Stellen von Unternehmen und auch von Privatpersonen irgendwo abgenommen wird. Also ich muss auch demnächst wieder einen neuen Reisepass beantragen, da wird auch wieder Geld verlangt. Also irgendwo ist das schon sehr, sehr viel. Grundsätzlich sage ich mal so, Steuern sind Raub. Bis zu einem gewissen Punkt, ich hatte vorhin schon mit jemandem das Gespräch, sage ich, es gibt Dinge, die für mich, sage ich mal, in gewisser Weise in öffentliche Hand gehören. Merkt man aktuell, Thema Verteidigung, Gesundheitsthemen bis zu einem gewissen Maß sollten natürlich damit einfließen. Aber es gibt einfach auch Dinge, die nicht mit reingehören. Und deswegen, wie gesagt, also sollte sich auch da natürlich meines Erachtens aus auch aus öffentlichen Investitionen, sage ich mal, der Staat so weit raushalten und sich wirklich auf das reduzieren, was wirklich notwendig ist. Und deswegen, also von meiner Seite her würde ich da trotzdem nicht arbeitslos werden dadurch. Bin vielleicht einer wenigen, weil ich oft auch viel zu oft Unternehmer bin und viel zu viele Ideen habe, dass ich sage, ich bin jetzt auch von der Tätigkeit der Steuerberater dann wirklich langfristig abhängig, wenn morgen alle Steuergesetze fallen würden. Dir fällt was anderes ein, auf jeden Fall. Also schließen wir mal diese Steuerrunde ab mit den tiefen Einblicken, interessanten persönlichen Äußerungen. Ich muss jetzt mal die restlichen Fragen versuchen, etwas zu komprimieren, damit wir uns in der Zeit nicht verlieren. Deswegen meine Bitte bei der folgenden Frage, würde ich die mal zwei von euch stellen. Vielleicht nehmen wir den Max und den Christian an der Stelle. Und zwar, wenn man den Gedanken aufgreift, wie man zu Erfolg an der Börse kommt und wann und wie der garantiert werden kann. Muss man sich nur tief genug reinknien, jedes Video unseres Kollegen Markus Koch anschauen, viel lernen, viel lesen, Charts analysieren, Fundamentalanalyse auch tiefgründig betreiben. Würde das den Erfolg letztlich bringen? Ja oder nein? Ist es nicht so einfach oder dann eben doch? Was sagt ihr? Naja, so aus der Perspektive des Investors ist das klar. Ich habe das durchschimmern lassen, dass ich mich gerne mit Märkten beschäftige, aber eher so aus der Rolle des interessierten Beobachters und nicht aus der Rolle desjenigen, der jetzt jeden Tag unbedingt Entscheidungssituationen will.
glaube, Investoren können sehr, sehr viel falsch machen, wenn sie zu viel News konsumieren, zu viel Videos, zu viel Impulse, weil sie ständig einmal gewonnene Entscheidungen dann wieder auf den Prüfstand stellen. Das ist ja eben so, dass man sich Dinge wohl überlegt und dann auch mal daran festhält, weil sonst braucht man nichts investieren. Wenn man die Entscheidungen sucht, dann kann man tatsächlich traden. Ich glaube, für viele, die sich Langfristinvestor nennen, wäre es einfach besser, mal etwas weniger zur Börse zu lesen, vielleicht etwas mehr über Psychologie zu lesen oder so allgemeine Bücher, die vielleicht den Blick schärfen, als Tipp zum Beispiel von Robert Schiller über Narrative, die unsere Wirtschaft beherrschen, weil das tatsächlich Themen sind, die man auch in anderen Lebensbereichen dann ganz gut verwenden kann. Danke, kommen wir zu Max. Was sagst du? Für mich ist es ein zweistufiger Prozess. Ich denke, um diesen persönlichen Erfolg zu finden, um seine eigene Nische zu finden, muss man erstmal einfach sehr oberflächlich sehr viel auszuprobieren, um einfach zu gucken, okay, wo passe ich denn gut rein? Ich kenne zum Beispiel Future-Händler, die haben eine Weile lang nur auf dem Wochenchart gehandelt, die sind am Ende Scalper geworden und handeln eine Stunde am Tag und hören dann damit auf. Das hätten die vorher auch nicht gedacht. Und so ist es, finde ich, auch bei der Börse, egal ob ich jetzt Options-, Aktien-, Future-Trader, wie auch immer bin. Persönlich finde ich, ist es ganz gut, wenn man erstmal wirklich alles ein bisschen ankratzt, dann merkt man schon relativ schnell, was passt zu mir, was passt zu meiner Persönlichkeit, was zu meiner Zeit. Aber dann den wichtigen zweiten Schritt zu gehen und knallhart zu reduzieren. Mario hat es ja vorhin auch angesprochen, er versucht seine Arbeitszeit deutlich zu reduzieren. Ich hatte auch eine Phase, zum Beispiel im September, da habe ich meinen Handel auf die maximale Effizienz getrimmt. Kopfhörer auf, durchgezogen eine halbe Stunde am Tag. Der Monat, muss ich sagen, war mein bestes Ergebnis. Und deswegen, da kann ich nur unterstreichen und das auch, was der Christian gesagt hat, weniger ist mehr. Als langfristiger Investor nicht auf jeden Reuters Newsletter-Tick hören, sondern wirklich einfach vielleicht einmal im Jahr die Aktie rausholen, gucken, wie waren die Quartalsberichte, den Jahresbericht mal überfliegen und das war's. Genauso im kurzfristigen Trading. Intelligenz alleine scheint also den Börsenerfolg nicht zu sichern. Meine Damen und Herren, wenn wir in der Geschichte schauen, Tulpenkrise 1637, eine der prominentesten Persönlichkeiten, Rembrandt, hat sich damals komplett ruiniert, seine Werkstatt wurde versteigert etc., ist völlig verarmt, dann später verstorben. Oder knapp 100 Jahre später Sir Isaac Newton, er war bei dem Südseeschwindel dabei und von ihm stammt das Zitat: Wenn ich weiter sehen konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Jetzt die Frage mal an alle hier in der Runde. Wenn ihr nur eine Person nennen könntet, von dessen Werk oder Schaffen ihr profitieren konntet, wer wäre das? Vielleicht fangen wir. Am Ende sind es Papa und Mama, die funktionieren immer. Fangt ihr mal an? Kolja. Kolja will. Das ist, ich habe doch das. Das ist bei mir relativ schwierig. Also ich würde es jetzt nicht auf eine Person reduzieren können, muss ich sagen. Aber es ist nur eine erlaubt. Ja? Cool. Es mögen mehrere sein, aber auf eine musst du dich festlegen. Das ist hier der Fahrplan. Das ist jetzt echt schwierig. Ja, dann. Es muss ja nicht der sein, von dem du am meisten profitiert hast, aber eine Persönlichkeit, von dessen Werk oder Schaffen hier profitieren konnte. Nicht abgucken. Es ist ja dann kein Ausschluss. Nee, ganz klassischer Fall, dann würde ich sagen, dann ist es definitiv aus dem Investorenbereich Warren Buffett, sein Buch Schneeball, das ist seine Autobiografie ist, da konnte ich sehr viel draus lernen. Also für mich jetzt aus der Investitionsseite heraus. Interessante Inspiration auch fürs Publikum, für den einen oder anderen Kolja. Ja, also bei mir sind es ganz klar die Gründer der ganzen Tech 5 Unternehmen, also von Jeff Bezos, Chad Hurley, YouTube-Gründer. Ach so, ja. Dann Jeff Bezos nicht so sehr, sondern am meisten halt Chad Hurley und die anderen YouTube-Gründer, weil YouTube hat mir damals so eine ganz neue Welt eröffnet, als ich so meine ersten Bundeswehr-Clips hochgeladen habe, einfach nur aus Spaß und dann auf einmal dort stand: Du kannst die monetarisieren lassen, also du kannst damit Werbung verdienen, mit Werbegeld. Und ich dachte, das wäre Spam und alles und funktioniert nicht im Internet.
Sogar bei South Park haben die gesagt, man kann im Internet kein Geld verdienen. Und irgendwann haben die mir dann gesagt, bitte gebt ein Konto an, wir wollen dir $70 auszahlen. Und da hat es bei mir so geklickt mit YouTube, das war 2006. Und was die dann für eine Plattform aufgebaut haben, muss man ja auch sagen, die jetzt schon ja, an die 20 Jahre existiert und was ich dort für einen Mehrwert bekommen habe dadurch und was ich auch gelernt habe dadurch, das gibt wenig andere Menschen, die mir so geholfen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man jetzt mal auch bedenkt, klar, wir sagen auch immer, wir zahlen mit unseren Daten und mit Zahlen mit unserer Zeit und so, aber im Endeffekt kann ich mich da anmelden als Nutzer und kann kostenlos loslegen und so viele Videos hochladen, wie ich will. Und das gab es halt einfach früher nicht. Also für mich ist es in der Tat mein Großvater. Ich habe das in meinem Buch Cool bleiben und Dividendenkästchen beschrieben, mein Opa Wilhelm, dem ich nicht nur das Wissen über Aktien und Anleihen als 15-Jähriger verdanke, sondern wahnsinnig viel von dem, was man heute einfach Mindset nennt, was wir früher Werte oder Denken nannten. Und das ist durch nichts anderes zu überbieten. Und wenn ich noch einen Buchautor dazu nennen soll, dann ist es sicherlich Peter Lynch. Als ich das erste Mal in den USA war, 1996, habe ich mir in den USA Beating the Street gekauft. Und ich glaube, das heißt ja der Wall Street einen Schritt voraus. Bernd Fatsch hat das in sehr, sehr schöner Weise wieder verlegt. Und es ist wirklich auch 20, 25 Jahre später ein richtig, richtig gutes Börsenbuch. Wie eigentlich alles von Peter Lynch, der ein extrem erfolgreicher Fundmanager war mit dem Magellan Fund, der witzigerweise das meiste, glaube ich, mit Tenbaggern verdient hat. Aber Tenbagger eben nicht, wie wir das heute kannten, so als diese hochspekulativen Aktien, sondern wirklich diesen Fokus auf langfristiges Investieren hat und mit offenen Augen durch die Welt gehen, wenn man da einfach die besten Impulse bekommt. Jetzt hat er zwei interessante Namen genannt. Wir könnten die miteinander verknüpfen, indem wir sagen, Peter Lynch hat ein Buch über deinen Opa Wilhelm geschrieben. Und schon haben wir es wieder. So, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist es ja ganz einfach. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass Larry Williams hat den größten Einfluss bei mir am Trading-Ansatz mit Abstand. Und von daher ist das die Persönlichkeit, die für mich einfach am wichtigsten war, weil die mich quasi zu dem Pfad der konstanten Profitabilität gebracht hat. Zu dem Pfad der konstanten Profitabilität. Hier fallen Sätze, das ist überragend. Max. Ich hatte vorhin gesagt, weniger als mehr hat sich für mich echt als Erfolgsmotto herausgestellt. Und jetzt, wo ich die Gelegenheit hatte, kurz darüber nachzudenken, ist tatsächlich mein bester Mentor da gewesen, meine Tochter. Weil die ist 3 Jahre alt und die hat den absoluten Fokus. Während wir wahrscheinlich jetzt auch, obwohl wir hier oben sitzen, schon das ein oder andere To-Do oder Rückfahrt oder wie auch immer später im Kopf haben, wenn die Lego spielt, spielt sie Lego und nichts anderes. Keine To-Do-List und nichts weiter. Und es klingt ein bisschen cheesy, würde man sagen, aber ich muss wirklich sagen, ich versuche mir das immer mal ein bisschen abzukupfern und nicht auf 4 Monitoren gleichzeitig irgendwas offen zu haben, ein Handy klingelt noch gleichzeitig, weniger ist mehr und ich glaube, dieser absolute Fokus werden wir Erwachsene wahrscheinlich eh nicht mehr erreichen, aber wenn wir ein bisschen näher dahin kommen, hilft uns das oft. Das ist übrigens auch eine Weisheit, die man oft von Leistungssportlern hört. Unsere Olympiasiegerin im Biathlon hat genau diesen Satz auch gesagt. Sich, wenn sie schießen muss, aufs Schießen konzentrieren und beim Laufen aufs Laufen und nicht beim Laufen schon ans Schießen denken und umgedreht. Hört sich leicht an, aber das ist für jemanden, der das professionell betreibt, wahnsinnig schwer. Und das kennen wir in unseren täglichen Situationen natürlich auch. Also tolle Idee, die Tochter zu nennen. Ich habe Zwillinge im gleichen Alter mit 3 Jahren. Also ich weiß, wovon du sprichst. Nur das eine oder andere Mal sind die Kinder dann so konzentriert, dass sie auch den Gang aufs Töpfchen vergessen. Also, das beweist ja nur, dass das richtig ist, was du sagst. Jan. Ja, ich komme mal aus einer ganz anderen Ecke. Ich nenne mal Juan Tamariz. Den kennt wahrscheinlich keiner, es sei denn, es kommt jemand aus Spanien. Das ist ein sehr bekannter spanischer Zauberer und der hat mein Leben tatsächlich maßgeblich mit beeinflusst, als ich noch sehr viel gezaubert habe. Unter anderem auch durch so Sachen wie Fokus. Ja, beim Zaubern geht es ja dann häufig darum, wie man den Fokus des Publikums lenken kann und nutzen kann. Und auch, der hat mal einem guten gemeinsamen Freund von mir geraten, der hat sich die Frage gestellt, will er professioneller Zauberer werden oder nicht. Ja, und das ist schon auch ein risikobehafteter Berufsstand. Ja, da weiß man also nicht unbedingt, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und
Er hat gedacht, naja, entweder Elektrotechniker oder Zauberer, das ist schon sehr unterschiedlich. Und Juan hat ihm damals gesagt, ein guter Zauberer arbeitet immer. Also jemand, der gut in dem ist, was er macht, weil er da mit viel Leidenschaft und mit viel Können rangeht, der wird auch, ähnlich wie Roland, irgendwo einen Job finden. Also der wird davon leben können. Ein guter Zauberer arbeitet immer. Und das hat mich maßgeblich mitgeprägt. Das war wahrscheinlich auch ein Eckstein meiner eigenen Berufswahl, dass ich gesagt habe, nee, als Pokerspieler, wenn ich denke, dass ich gut genug bin, dann kann ich das schaffen. Jetzt hat uns der Jan, ja, Applaus bitte, hat uns der Jan natürlich damit auch verraten, was die eigentliche Basis seines Pokererfolgs ist. Nicht das, was er uns vorher beschrieben hat, sondern er hat immer ein Ass im Ärmel. Na klar, im richtigen Moment wird das gezückt. Also ich brauchte tatsächlich einen Moment länger, weil ich tatsächlich erst überlegt habe, wen aus dieser Börsenwelt ich denn tatsächlich so als Vorbild gesehen habe. Aber der Erfolg, den ich in den letzten 27 Jahren als Trader, Investor hatte und auch als Unternehmer, ist tatsächlich meine Frau. Weil die immer, wenn ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich eigentlich hinschmeißen wollte, immer gesagt hat, das schaffst du, das kriegst du hin, du hast es vorher schon geschafft und du schaffst es auch wieder. Und das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, wo ich auch oft in Seminaren sage, wenn ihr Trader werden wollt oder Investor werden wollt, ihr müsst euren Partner oder Partnerin mit auf dieser Reise nehmen. Denn was nützt es euch, ihr seid eine Zeit lang erfolgreich, irgendwann kommt mal eine Phase, wo es halt nicht gut läuft, weil dann der Partner sagt, habe ich dir gleich gesagt, das ist halt nicht geil. Und von daher kann ich einfach sagen, ja, ich weiß, worauf ich bauen kann und diesen Sparring auch zu haben, nicht nur beim Investieren, beim Trading, sondern vor allem auch beim Aufbau der vielen Unternehmen der letzten Jahre, das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste gewesen. Dankeschön. Für diese tollen Antworten, allein diese letzte Runde lohnt sich schon, mit euch hier zusammenzusitzen. Wir haben eine ergänzende Frage, die ich ebenfalls ziemlich interessant finde. Wenn ihr jenseits von Börse und vielleicht auch Immobilien, die nehmen wir mal mit dazu, im alternativen Bereich tätig sein müsstet und ihr euch entscheiden müsstet für eine Anlageform, was wäre das? Ich gebe mal drei vor. Bitcoin, Whisky oder Kunst? Fang einfach an. Also ich bleibe auf jeden Fall beim Alkohol. Entschuldige, das habe ich nicht. Ich bleibe auf jeden Fall beim Alkohol. Whisky ist cool. Also ich habe mal vor 3 Jahren gab es mal einen Roller-Crash und da ging es so 90% über Nacht bergab. Und ich mache es ganz häufig so aus Seminaren, dass ich immer sage, ich trinke zurzeit eigentlich richtig gerne Cognac oder irgendwas. Und das führt dann dazu, dass man dann doch schon ab und zu Geschenke kriegt, so zu Weihnachten, Geburtstag. Und das war eine richtig gute Flasche, die brauchte ich an dem Abend auch, weil ich habe so über Nacht gut 90.000 Euro verloren. Es war halt so wild, weil ich habe den Cognac dann mit meiner Frau geteilt und mir ging es tatsächlich anschließend besser. Man mag es nicht glauben, aber an solchen Tagen hilft dann kurzfristig tatsächlich diese Droge. Und deswegen, ja, ich glaube, ich will auf jeden Fall da bleiben. Bitcoins auf gar keinen Fall. Ich bin kein großer Freund von Kryptos. Ich weiß, wie viel Geld man damit verdienen konnte in den letzten Jahren. Ich verstehe das nicht und dann bleibe ich doch wieder bei Warren Buffett. Was du nicht verstehst, sollst du nicht handeln. Vielen Dank. Whisky ist eine tolle Idee. Ich habe einen väterlichen Freund, der hat in Schottland vor 30 Jahren mein Fass Whisky gekauft für 45 britische Pfund. Hatte dann das unverschämte Glück, dass der Whisky-Papst der Welt, der jedes Jahr, glaube ich, ein Buch rausbringt mit den 100 besten Whiskys, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Und der kam dort vorbei in dieser Destille, hat aus diesem Fass genascht nach einem kurzen Telefonat. Der Freund lebt in Amerika und hat den, ich glaube, auf Position 42 in der Welt gesetzt. Und dieser Whisky, der mit dem gesamten Fass mal 45 Pfund gekostet hat, lässt sich heute pro Flasche für 15.000 Dollar verkaufen. Das ist ein schöner Sachwert, würde ich sagen. Ich meine, Angel's Share ist natürlich auch dabei, also ein bisschen Schwund ist immer. Aber das nur zum Thema Whisky-Investment. Ne? Gute Wahl offensichtlich, wenn man das richtige Tröpfchen trifft. Also ich habe von all diesen drei Anlageformen überhaupt gar keine Ahnung, deswegen möchte ich mich da der Meinung enthalten. Weder Bitcoin noch Kunst noch Whisky verstehe ich vom Markt her gut genug, dass ich da jetzt ein Statement abgeben könnte. Man muss eben auch mal an der Seitenlinie stehen können. Das haben wir ja heute gelernt. Das hat er jetzt am besten bewiesen. Ja, vielen Dank.
Ja, also ich bin tatsächlich in dem Bereich relativ stark investiert. Also mehr mein Kollege, der Alex, ist da federführend, aber ich hänge da halt so mit dran über die gemeinsame Firma. Und wir machen tatsächlich ziemlich viel in Rotwein und auch Whisky weniger, weil der ist schon einfach die letzten Jahre extrem gut gelaufen. Da ist noch der Rum aus unserer Sicht ein bisschen das bessere Investment. Und das Schöne auch ist, wenn wir auch mal an das Thema Staat, Steuern, Vermögensabgabe denken, dieses Thema schwirrt auch so ein bisschen unterm Radar natürlich. Weil im Zweifel könnte ich ja, auch wenn es eine 10.000 Euro Weinflasche ist, ich könnte sie ja doch aufmachen und einen guten Abend damit haben. Und deswegen ist das doch eine, also ich finde das eigentlich eine ziemlich seriöse Frage. Deswegen, das ist eine Asset-Klasse, die sollte wirklich jeder mal sich doch grundsätzlich überlegen. Und ich werde jetzt auch für meine Kinder, es gibt auch die Möglichkeit, Rumfässer zu kaufen. Rum, der jetzt noch überhaupt nicht trinkbar ist, weil er viel zu viel Alkohol hat, der dann so ein Fässchen kauft man dann und dann braucht es seine 20 Jahre und zum 18. Geburtstag möchte ich es dann reinrollen auf die Party. Aber nicht meinen Kindern bitte verraten. Aber das Investment wird dann direkt getilgt. Ja, das ist eine Mega-Party, alles auf einmal. Ja. Das ist ja wieder noch nie, dass man irgendwas nicht trinken kann, weil zu viel Alkohol drin ist. Na gut, 70%. Also wenn ich mich an die alten Zeiten erinnere mit dem Stroh rum, dann geht das auch. Ja, also das sind tatsächlich auch alles drei Bereiche, von denen ich nicht viel Ahnung habe. Ich habe in meinen Depots selber so ein paar Kryptos, also ich bin im Bitcoin-Bereich durchaus drin. Aber nicht, weil ich es für so ein gutes Investment halte, sondern weil ich halt auch einfach ein Stück weit ein Zocker bin. Aber ich finde, das muss man dann einfach von der Positionsgröße her entsprechend positionieren. Also wirklich so als Einzelinvestment würde ich da alle drei Sachen ausschließen. Von Alkohol habe ich keine Ahnung, von Kunst habe ich keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mir eher einen Oldtimer zulegen oder sowas. Das wäre eher so ein Investment, was so in meine Richtung gehen würde. Ja, also ein Aufsichtsratsvorsitzender des einzigen börsennotierten Kunsthändlers weltweit, die Frage zu stellen, ist schwierig. Ja. Es ist klar, was ich sage. Natürlich Kunst. Ich sammle Kunst, moderne Kunst. Sehe das natürlich, weil ich im Wesentlichen Editionen von Bluechip-Künstlern kaufe, auch als Investment. Aber Kunst als Investment nur zu kaufen, ohne dass man wirklich einen Bezug dazu hat, das wird schief gehen. Ja, es ist ein, also da, das braucht man schon, weil es ist ein heterogenes Gut, es ist eine schwierige Asset-Klasse und alle, die jetzt sagen, hey komm, das ist jetzt tokenisiert, super und ich kann mich jetzt, für 50 Euro hier so einen virtuellen Anteil an einem Kors oder einem Banksy erwerben, na herzlichen Glückwunsch, ja, also das ist für mich kein Kunstinvestment, dann sich lieber ein schönes Blatt raussuchen, selbst wenn es eine Druckgrafik ist, wo man wirklich was mit verbindet, also ich weiß heute, wie ich mein erstes Kunstwerk in Brüssel in der Galerie gekauft habe. Das ist das, was ich als Hintergrund immer habe bei meinen Videos, dieser zusammengesetzte Dollar von Robert Silvers. Man muss zur Kunst eine Beziehung aufbauen und dann gibt es ein paar Punkte, wo man also diese Red Flags abhakt, dass man ausschließen kann, dass es also keine eine Geldausgabe ist, sondern wirklich auch ein Investmentcharakter hat. Aber hey, wenn man sagt, ich habe ein Kunstwerk und das hat 2.000-3.000 Euro gekostet und ich habe 10 Jahre lang da drauf geguckt, ich habe viele schöne Momente damit gehabt, das hat mir irgendwas gegeben, das hat mir was bedeutet, dann ist es auch ein Thema. Und dann kann man es vielleicht irgendwann, wenn man es nicht mehr sehen will, ja, jemandem schenken, der einem wichtig ist. Und so, also bei Alkohol, ich weiß gar nicht, dass man da rein investieren kann. Das trinkt man doch, oder? Auch eine besondere Form der Dividende, die du da beschreibst mit dem Kunstgenuss. Koya, wie ist es bei dir? Ja, ich muss natürlich jetzt eine Lanze brechen für den Bitcoin. Gerade natürlich nicht die beste Stimmung dafür auch am Markt. Aber ich finde, ich sehe Bitcoin als digitalen Wertspeicher. Und ich finde, gerade in so einer Situation wie jetzt, kann man auch super mal darüber nachdenken, welchen Vorteil man hat, wenn man nur dieses Recovery Sheet braucht, um selbst, wenn mein Private Ledger mal kaputt gehen sollte oder ich es verliere, ich trotzdem jederzeit, egal wo ich bin auf der Welt, meine Kryptowährungen wiederherstellen kann. Und ich finde, das hat einen enormen Wert, auch gerade eben für den Teil der Welt, der nicht so simpel und einfach ans Bankensystem angebunden ist. Oder wenn man sich vorstellt, man muss eben mit Haus und Hof aus einem Krisengebiet flüchten. Eine Immobilie kann ich nicht mitnehmen. An mein Bargeld komme ich potenziell bei der Bank auch nicht mehr ran, weil es einen Bankrun gibt. Und wenn ich dann irgendwie so im Hinterkopf habe, ich habe meine Kryptowährung, die ich jederzeit wiederherstellen kann, wenn ich dieses Recovery Sheet habe, das finde ich schon ist eine richtig gute zusätzliche Option, aber nicht irgendwie als
Investment des Jahrtausends oder so, sondern ich sehe das einfach wie ein digitales Gold. Ja. Da muss man die Frage, ausschließlich diese drei oder auch noch andere alternative Investments? Wenn dir eine einfällt, die uns bereichern würde, dann her damit. Nee, also bei mir ist es so, also ich schließe mich der Gruppe hier an, also Whisky trinke ich lieber grundsätzlich. Von Kunst habe ich keine Ahnung, in Bitcoin bin ich investiert, aber wenn ich noch ein Investment abseits Aktien, Immobilien oder Ähnliches haben dürfte, dann wäre es bei mir an der Stelle wirklich P2P-Kredite langfristig, also im Crowdlending, Crowdinvesting-Bereich, wo man halt sagt, man kann sehr gut, sehr schnell diversifizieren und vor allem hat natürlich eine sehr breite Risikostreuung, die mir jetzt nur bei Kryptowährungen, was ja auch, sage ich mal, eigentlich eher die Technologie ist und nicht das Asset als solches, würde ich eher da investieren, wenn ich nichts anderes mehr investieren dürfte. Also ganz herzlichen Dank für diese unglaublich vielen Facetten. Ihr habt es beleuchtet von allen Seiten. Ich glaube, das war dann der größte Mehrwert auch hier für das Publikum. Und sollten Sie das ähnlich sehen, dann würde ich Sie an dieser Stelle um eine Reaktion bitten. Vielen Dank dafür. Whisky ist auch bei fast jedem genannt worden, wenn auch nicht jedes Mal als Investitionsobjekt, aber zumindest als Genussmittel. Und das bringt mich natürlich auf den Gedanken, dass es ja generell darum geht, dass Liquidität gerade am Markt besonders wichtig ist, dass wir sie brauchen, gerade auch in Schwächephasen, um nachkaufen zu können. Und insofern ist das natürlich auch eine wunderbare Verbindung, vor allen Dingen, wenn sie dann noch mit Genuss und mit einigen Prozent verbunden ist. Insofern ist dann hiermit auch der Abend quasi eröffnet. Es gibt draußen schon ein wunderbares Abendessen und dann danach läuten wir den Pokerabend ein mit vielen weiteren Erkenntnissen und Erfahrungen. Wir dürfen uns hier von der Bühne ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich im Namen des Publikums aber auch nochmal bei euch hiervon, vor allen Dingen aber bei all den Organisatorinnen und Organisatoren dieses wunderbaren Tages. Euch gebührt an dieser Stelle schon einmal der allergrößte Dank. Und jetzt bedanke ich mich bei Ihnen ebenfalls nochmal und übergebe natürlich zum Abschluss das Mikrofon an die Herren der Geschäftsführung. Dankeschön, Herr. Erstmal ganz herzlichen Dank an alle Referenten. Also wirklich super, viele sehr, sehr interessante Gespräche, sehr interessante Vorträge. Aber natürlich einen will ich nicht vergessen, der durch den gesamten Tag super geführt hat. Ich bin sehr, sehr froh, dass Holger Scholze hier ist. Vielen Dank.